Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors Three Hopes. Im letzten Part wurde Edelgard zur Kaiserin von Adrestia und wir sind hier gerade im Bar, geh aus dem Weg, im Basislager unterwegs, wo wir uns auf unsere Schlacht auf Garrick Mark vorbereiten. Das wird die nächste Schlacht sein, der wir uns dann stellen müssen. Aber jetzt dann gleich will ich erst noch ganz gerne hier reingehen, weil da können wir dann auch Schlachten annehmen oder hier Belohnungen bekommen bei der Lohnmeisterin. Und ich will auch noch eine andere Sache machen, und zwar ich will mal kurz das Menü anschauen, weil da haben wir glaube ich wieder ein paar neue Dinge, Erfolge zum Beispiel. Und ich will ganz gerne wissen, was das damit auf sich hat. Was ist Lagerinfos erstmal? Lagerlevel ist E. Bis zum nächsten Level brauche ich noch 10 Dinger. Trainingspunkte 3, Aktivitätspunkte 3. Ne, Auszahlung ist verfügbar. Genau, das wird auch schon mal links oben angezeigt. Und die kann ich bei der Belohnungsmeisterin vielleicht bekommen oder so. Keine Ahnung. Inventar, das dürfte ich ja schon kennen. Da habe ich ja auch neue Items erhalten. Eine neue Axt, glaube ich. Das kann ich aber dann bei der Kampfvorbereitung machen. Dass ich die dann da Edelgard gebe zum Beispiel. Okay, dann Einheitsinformationen dürfte ich glaube ich auch schon kennen. Halt Infos zu den Einheiten. Eriza habe ich ja zum Beispiel auch mittlerweile. Ach, er hat den Stein des Raphael, okay. Das, der ist wahrscheinlich nice. Was kann der hier? Fragezeichen, Fragezeichen, Resistenz plus 3. Okay, das sind Effekte, die ich erst freispielen muss. Oder so. Vielleicht, so war das in anderen Warrior-Spielen, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Gegnern besiege oder so, dass die dann freigespielt werden, aber steht ja nicht dabei. Leider. Na gut. Das war auf jeden Fall eins von diesen legendären Relikt-Dingern da, aus Three Houses, und die waren alle ziemlich nice. Und der ist bestimmt auch cool. So, dann hier halt, genau, Unterstützung, habe ich da schon irgendwas? Ich denke mal, das würde mir auch angezeigt werden, wenn ich schon eins hätte. Also ich glaube, ich habe noch kein Gespräch, okay. So, Erfolge. Entwickler 1, Übungsplatz. Der Übungsplatz wurde über 25% erweitert. Okay, das sind halt Achievements einfach. Ja. Okay, das ist ganz cool. Dann will ich auf jeden Fall, ich mache 100%, bei einer Route zumindest, dann will ich hier ganz gerne alle haben. Ich hoffe, dass man alle auch in einer Route bekommen kann. Ich habe noch keins, oder? Da gibt es irgendwie abgeschlossen. Ausrüstung, Kriegskarte, Handlung, Wachstum, Kampf, nee. Habe ich schon irgendeins abgeschlossen? Ah doch, 16 habe ich schon abgeschlossen. Aber ich meine, ich habe ja nicht die abgeschlossen, die hier stehen, oder? Da habe ich ja erst Fortschritt 0 von 1 teilweise. Das sind halt welche, wo ich weiß, was ich tun muss. Woran sehe ich denn, welche ich abgeschlossen habe? Warte mal, hier zum Beispiel, genau, Stein des Raphael habe ich erhalten. Ah, okay, da ist so eine Markierung dann. Okay, genau, den habe ich eben, weil der Reza den halt einfach dabei hat. Okay. Und welche habe ich noch? Ja, ich habe doch noch keine 16, willst du mich verarschen? Ich habe doch gar keine. Ich habe doch nur den Stein des Raphael da. Den da hier. Hä? Verstehe ich nicht. Hier, das ist ja nur aufgeteilt. Hier habe ich ja alle auf einmal. Keine Ahnung. Okay. Ich habe angeblich schon 16. Na gut. So, dann hier Lagerhaushalt. Genau, da sind eben meine Items, die ich mir anschauen kann. Aber das hätte man auch bei Inventar einfach irgendwie machen können, oder? Ich meine, hier muss ich halt einem Charakter das zuweisen. Ja, okay, nee, passt schon, passt schon. Und Boni? Nee, nicht System. Boni? Ah, genau, das war Amiibo-Geschenke und sowas. Okay, okay. Passt. So, ich wollte mir nur das alles anschauen. So, wie kann ich jetzt da Belohnungen erhalten? Von dir, von der Lohnmeisterin. Vergesst nicht, euch eure Auszeichnungen zu holen, ja? Hier führen wir alle Erfolge auf, die ihr erzielt habt. Für die Erfolge, die ihr erzielt, halten wir Belohnungen bereit. Also zieht los und meistert ein paar Aufträge und Abenteuer. Okay, Erfolge, genau. Sprich mit der Lohnmeisterin, um deine Erfolge zu überprüfen und Auszeichnungen entgegenzunehmen. Du findest die Lohnmeisterin im Kommandozentrum in der Mitte des Basislagers. Der Abschluss von Erfolgen ist sowohl während als auch außerhalb des Kampfes möglich. Je mehr Erfolge du abschließt, desto besser werden deine Auszeichnungen, also setze dir hohe Ziele. Du kannst deine Erfolge auch über die Kriegskarte während des Kampfes oder über das Pausenmenü im Lager ansehen, genau. Mhm. So, dann zeig mal. Okay, ich krieg da sogar schon ein paar Sachen. Nämlich ein Mittelstufensiegel, weil ich 3 schon abgeschlossen habe. Und ich kriege eine Lebensfrucht, weil ich schon 10 abgeschlossen habe. Was keinen Sinn ergibt, weil ich habe nur eine abgeschlossen, so wie ich das verstehe. Aber hey, ich krieg Belohnungen. Was, 450? Ach so, jetzt check ich's. Okay, ich denke, es ist so, dass die Erfolge halt eine bestimmte Anzahl von Punkten geben. Ich habe zwar nur einen Erfolg, aber der gibt halt 16 Punkte oder so. Deswegen kriege ich halt hier schon mehr, schätze ich jetzt mal. So. Ihr habt wirklich hart dafür gearbeitet. Möge es euch von Nutzen sein. Dankeschön. Und die Lebensfrucht gebe auch da mal her. Jupp. So, was kann der? Ein Kelch, der von der Göttin gefertigt wurde. Negieren aller Effekte und Gegnerangriff. Das hört sich krass an. Einherjahr. Ja, das sind alles natürlich ziemlich insane Waffen hier. Da brauche ich sowieso Rang A, um die benutzen zu können. Das geht also eh erstmal nicht.
Oder hier solche, die irgendwas um 5 erhöhen, ist auch nice. Gefolge der Göttin, das sind richtig sicke Waffen auf jeden Fall. Aber das dauert noch, bis wir die mal bekommen. So, Erfolge kann ich mir eben auch ansehen. Besteht es denn irgendwo, wie viele Punkte das gibt? Warte mal. Weil ich habe ja nur den, aber der gibt halt 16 Punkte, oder? Oder nicht? Sortierung? Abgeschlossen? Okay, genau, da werden sie halt nach abgeschlossen oder nicht abgeschlossen sortiert. Je nachdem, wie weit ich auch bin, wie weit der Fortschritt ist. Wo sehe ich denn, wie viele Punkte eine gibt? Oder habe ich doch schon 16 einzelne? Das kann doch gar nicht sein. Ja, ich glaube, ich habe nur die eine und die gibt halt 16 Punkte. Und die geben verschieden viele alle. Denke ich jetzt mal. Okay, das ist eigentlich die einzig logische Erklärung, die ich habe. Gut. So, genau, das habe ich ganz vergessen. Ich will ja auch noch mit Hubert und Aelgard sprechen. Erstmal Hubert, der ist ja auch noch. Hi. Right. Die Schlacht hat endlich begonnen. Unser Kampf auf Leben und Tod gegen die Kirche der Mitte. Ich bete dafür, dass deine Arbeit in den letzten 2 Jahren sich für unsere Sache auszahlt. Zunächst müssen wir die Gebiete erobern, die Viscount Burgundy von der Allianz gehören. Er ist ein wenig einflussreicher Adliger östlich von Garrick Mark, der stark von der Kirche beeinflusst wird. Okay. So, und dann eben mit Aelgard muss ich ja reden, damit es weitergeht. Deswegen, wenn man erstmal hier noch, Adel des Kaiserreichs, ach du Scheiße. Ein Verzeichnis der wichtigsten Adelsfamilien des Kaiserreichs adresst ihr. Dieses Dokument ist ausdrücklich für den Dienstgebrauch der Kirche der Servers, es ist Studenten untersagt, es zu entfernen oder einzusehen. Ausgabe von 1179, okay. Kennen wir das aber nicht schon? Achso, nee, okay, da wird einfach über Restwelt noch mehr gesprochen. Der Rest ist sogar vielleicht gleich, oder? Nee, ist ein bisschen wenig, ist ja komisch. Wir lesen auf jeden Fall das über Restwelk, weil da steht mehr. So, Haus Restwelk. Das bedeutendste Adelsgeschlecht des Kaiserreichs, dessen Wurzeln bis zu Kaiser Wilhelm zurückreichen. Es herrscht seit 1100 Jahren über das Kaiserreich. Abgesehen vom ersten Kaiser lässt sich seine Erblinie auch bis zu Heiligen des Servos zurückverfolgen, weshalb Generationen von Kaisern das Wappen der Servos getragen haben sollen. Haus Restwelk ist in Enbar, der kaiserlichen Hauptstadt, ansässig und erhebt den Anspruch auf das Umland als seine Domäne. Es besaß innerhalb wie außerhalb des Kaiserreichs große Autorität, bis zum Aufstand der 7 Häuser im Jahr 1171, als andere Adelshäuser ihm die Macht entrissen. In letzter Zeit wurde das Haus von Unglücken getroffen, sodass seine Regierungsfähigkeit allmählich in Gefahr gerät. Sondern Eier, ein Haus von Herzogen, das nach Haus Restwelk die zweitgrößte Macht im Kaiserreich besitzt. Der Kopf des Hauses gelangte an den Posten des Premierministers und nun wird diese Position stets vererbt. Es führte den Aufstand der 7 Häuser an und besitzt in Regierungsangelegenheiten die wahre Macht im Kaiserreich. Das sind schon andere Texte, glaube ich. Na gut, sind ja auch kurze Texte hier. Vestra, ein Haus von Markwis ohne Land, das im Schatten von Haus Restwelk existiert. Es kontrolliert die dunkleren Aufgaben des Kaiserreichs, unterstützt es in Angelegenheiten mit Zeremonien und Ritualen und kümmert sich um kaiserliche Ehepartner und die kaiserliche Wache. Während des Aufstands war es mit Haus Eier verbündet. Hefring, ein Haus von Grafen, das sich seit jeher um die inneren Angelegenheiten des Kaiserreichs kümmert. Darunter um die Verwaltung, Finanzen und das Rechtswesen, über die es regelmäßig mit dem Kriegsminister in Konflikt steht. Und noch mehr, sein Gebiet liegt größtenteils in den Orkmarbergen, weshalb es über eine lukrative Bergbauindustrie verfügt. Berglies, ein Haus von Grafen, das den Titel des Kriegsministers weiter vererbt. Das Haus kontrolliert sämtliche Armeen, die dem Kaiser nicht direkt unterstehen. Im Krieg wird das Oberhaupt des Hauses zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee. Sein Gebiet umfasst die größte Kornkammer des Kaiserreichs, das Feld von Grondor. Und Vale, ein Haus von Grafen, das die Führung des kaiserlichen Religionsministeriums geerbt hat, dessen Hauptaufgabe in der Pflege der Beziehungen zur Kirche der Servos liegt. Nachdem sich Kirche und Kaiserreich in letzter Zeit eher entfremdeten, mischte es sich mehr ins Rechtswesen ein, was zum Streit mit dem Innenministerium führte. Okay, also der Unterschied ist, glaube ich, hier, das ist ja von... Was war es? Von 1179. Und ich glaube, der andere Eintrag war halt von einer anderen Zeit. Später, glaube ich. Und deswegen hier sind halt die Anfänge, oder so ein bisschen mehr, eher die Anfänge zumindest, vom Kaiserreich beschrieben, was da so die Ämter sind. Und später kamen halt dann mehr Ämter dazu oder so, oder halt mehr Adelshäuser. Und deswegen, vielleicht ist es so, dass bei dem anderen Dokument, das halt später irgendwie bei 1200 oder sowas aufgezeichnet war, keine Ahnung, und dass halt da dann eben es schon mehr Informationen gab und mehr Adelshäuser und so, vielleicht. Nicht sicher. Weil das war ja ein anderer Text, aber trotzdem ähnlich. Aber ja. So, Stratege, hi. Tut mir leid, wir sind noch dabei, unsere Strategie zu erarbeiten. Ihr solltet sicherstellen, dass ihr bestens vorbereitet seid. Okay. Ja, vielleicht kann ich dann hier Kämpfe machen oder so. Vielleicht komme ich da dann zur nächsten Mission. Dann rede ich eben doch erst mit Aelgard. Willkommen zurück, Chess. Lass mich dir davon erzählen, was wir im Weiteren geplant haben. Okay. What do you think? Sieh dir diese Karte an. Garrick Mark. Unsere Truppen bereiten sich vor, von ihrem Lager aus aufzubrechen. Es liegt hier.
Und unser Ziel, Garrick Mark, liegt dort. Die Adligen, deren Territorien wir auf dem Weg dorthin durchqueren müssen, sind mit der Kirche verbündet. Sie werden versuchen, uns aufzuhalten. Wir müssen diese Gebiete auf dem Weg nach Garrick Mark eins nach dem anderen erobern. Okay. Wir dürfen uns von keinem unserer Gegner überrumpeln lassen. Bereite dich also so sorgfältig wie möglich vor. Hast du dich schon im Lager umgesehen? Wenn du möchtest, kannst du das Übungsgelände und den Marktplatz nutzen. Ich habe dafür gesorgt, dass du deine Waffen verbessern und dich auf den Kampf vorbereiten kannst. Ah, das kann ich erst jetzt, okay? Oh Gott, jetzt haben wir neue Sachen, die wir machen können. Und eine 3 da oben habe ich. Ach, das sind jetzt vielleicht Aktionspunkte oder so. Wenn du im Basislager R drückst, öffnet sich das Menü zur Auswahl eines Ziels. Wähle eine Einrichtung, Einheit oder einen Ort aus, um umgehend dorthin zu reisen. Okay, das ist geschickt. Das machen wir gleich mal. Und zwar Lehrmeister zum Beispiel. Mhm. So, genau, beim Übungsplatz, jetzt kann ich hier auch trainieren. Ich dachte ja schon, dass es von Anfang an gehen würde, aber jetzt geht's erst. So, hi. Hier könnt ihr euren Körper und Geist stehlen und neue Klassen erlernen. Eine gute Vorbereitung kann nie schaden. Wir werden euch hier sicher noch öfter sehen. Der Übungsplatz. Deine Einheiten können sich auf dem Übungsplatz verbessern. Nutze die folgenden Optionen. Trainieren. Erhöht den Klassenlevel. Level up oder Level zurücksetzen. Erhöht den Level einer Einheit oder setzt ihn zurück. Ah, okay, man kann auch so Level ups machen, das ist gut. Oder Klassenlevel kann ich auch trainieren. Klasse erlangen. Erhalte die Zertifizierung für eine neue Klasse. Übungskampf. Hier kannst du eine Einheit oder Klasse im Kampf erleben. Okay, interessant. So, ich soll Klasse erlangen machen. Wahrscheinlich, das ist ja auch am sinnvollsten erstmal. Achso, die unteren kosten sogar auch keine Aktionspunkte. Okay, das ist nice. Also hier bei Trainieren, das kostet eben hier so einen Aktionspunkt, oder wie das nochmal heißt. Gab es in Free Houses auch schon, sodass ich halt nicht beliebig viel Zeit habe, sondern ich muss mir eben die Zeit so halbwegs einteilen und ich kann eben nur eine bestimmte Anzahl von Aktionen an jedem Tag oder sowas oder halt bei der Vorbereitung zu einer Schlacht machen. Und ich kann eben nicht beliebig oft trainieren, halt nur dreimal. Aber ich will erstmal Klasse erlangen machen, das geht ja einfach so, anscheinend. Kann ich das denn schon? Klassen erhalten. Erhalte auf dem Übungsplatz neue Klassen, wenn du zu einer anderen oder zu einer erfahreneren Klasse wechseln möchtest. Soll in eine neue Klasse gewechselt werden, muss die Einheit die entsprechende niedrigere Klasse meistern, das zur jeweiligen Klasse passende Siegel erhalten. Der Wechsel in eine erfahrenere Klasse ermöglicht eine schnellere Entwicklung der Werte, erhöht den Waffenlevel und den Autoritätslevel. Wähle im Inventarmenü Klassenwechsel, um nach Belieben zu anderen Klassen zu wechseln, für die die Einheit qualifiziert ist. Okay. So, kann denn Chess schon irgendwas machen? Ich meine, er ist ja schon ein Flügel. Er ist ja schon auf der Mittelstufe sogar. Also Chess glaube ich erstmal nicht. Ach, es geht noch weiter nach rechts. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber stimmt, Mönch war ja noch gar nicht aufgelistet bisher. True. Okay. Ja, Chess kann ich erstmal nicht machen. So, kann Edelgard schon? Ach stimmt, Edelgard ist ja auch schon Panzer. Achso, stimmt, sind die jetzt alle schon geupgradet? Nee, Hubert ist noch ein Mönch. Okay. Genau, also er will ja ein Magier werden. Da fehlt ihm aber... Oder kann ich das doch jetzt einfach so machen? Geht das? Nee. Das Examen für diese Klasse kann nicht abgelegt werden, da die vorausgesetzte Klasse nicht gemeistert wurde. Achso, die muss man erst meistern. Okay, verstehe ich. Also die 3 Sterne müssen voll sein. Dann ist sie wahrscheinlich gemeistert. Okay. Das habe ich ja noch bei keinem, glaube ich. Ich glaube, ein paar haben schon 2 Sterne. Petra zum Beispiel. Aber halt nicht 3 leider. Und wenn sie den 3. noch hätte, dann könnte ich sie zu Dieben machen. Okay. Achso, ich soll auf Manuela sogar gehen. Okay, wird's mir da erklärt. Sie ist eine Priesterin. Hat die gemeistert? Nee, sie ist eine Mönchin. Nee, passt schon. Sie ist eine... Nee, was ist sie jetzt? Nee, sie ist eine Priesterin. Ja, aber ich will doch da nicht wechseln. Was ist das für ein Scheiß? Warum wird mir das empfohlen? Sie ist gerade eine Priesterin. Und sie... Priesterin will sie ja auch sein. Und ich soll sie zur Magierin wechseln, oder wie? Nö, das würde ich nicht machen. Hä? So ein Scheiß. Warum wird denn Manuela da empfohlen? Das ist richtig dumm. Hätte man es ja wenigstens andersrum machen können, dass sie halt dann eine Magierin ist, aber sie halt eine Priesterin werden will und dass man halt dann wechselt. So. Ja, das würde ich nicht machen. Kein Bock. Okay, aber warte mal, ich könnte jetzt... Das kann ich mal austesten. Ich kann mit Petra versuchen, ihre Klasse zu leveln, damit sie Myrmidone meistert und dass ich sie dann vielleicht schon zur Diebin machen kann. Das wäre vielleicht ganz nice. Genau, und hier auf jeden Fall bei den Anfangsklassen, da kann ich wirklich komplett nach Belieben wechseln. Achso, okay, wechseln kann ich kann hier nur freischalten, aber nicht wechseln. Achso, ja, okay, das stimmt natürlich. Ich kann natürlich jetzt trotzdem mal ein, ich habe ja auch 6 Mittelstufenziegel, ich kann da mal eins hergeben, einfach nur, damit wir sehen können, wie es aussieht, wenn man eine Klasse meistert. Weil ich kann ja dann wieder zurückwechseln zur Priesterin. Okay, dann machen wir es doch mal. Magierin.
Folgendes verwenden, um manueller das Examen für den Magier ablegen zu lassen. Mittelstufensiegel, jo, habe ich mehr als genug, passt. Mach mal. Klasse erhalten. Okay, das scheint doch immer zu klappen. Fresh Start, huh? In Three Houses mussten die ja noch ein Examen ablegen, was schief gehen konnte. Aber hier scheint es anscheinend immer zu klappen. Okay. So, nee. Nicht wechseln lassen. Das hat sich rentiert. Okay. So, dann mach mal trainieren. So, Training. Einheiten in den Trainingsplätzen können durch Training Klassenerfahrung sammeln. Oh Gott. Demselben Trainingsplatz zugewiesene Einheiten trainieren als Paar und der Unterstützungswert erhöht sich. Das Paar wird voneinander lernen. Wenn eine der beiden Einheiten also über einen höheren Waffenlevel verfügt, erhält die andere Einheit einen Erfahrungsbonus, der anhand der Differenz der beiden Waffenlevel bemessen wird. Je größer die Differenz, desto höher der Bonus. Okay. Durch das Training werden Trainingspunkte verbraucht. Zu Beginn eines neuen Kapitels werden die Trainingspunkte wieder vollständig aufgefüllt. Okay. Achso, nee, okay, das sind anscheinend keine Aktionspunkte, das sind Trainingspunkte. Also ich im Prinzip kann ich einfach hier 3 Trainings machen und ich kann trotzdem aber auch noch andere Aktionen machen, oder wie? Okay, auf jeden Fall, Trainingsplan. So. Was ist das denn jetzt alles? Warum kann ich da jetzt 4 Einheiten auswählen? Okay, also wir nehmen auf jeden Fall mal... Eieiei. Auf jeden Fall Petra... Die hat ja auch bei Schwert schon D. Achso, weil da unten einfach die Klasse steht, okay. Achso, okay, ich könnte quasi vor dem Training die Klasse nochmal wechseln. Okay, nee, sie soll mit Methode bleiben, das passt. Sie soll ja auch da vor allem Erfahrung kriegen. Genau, wenn ich halt wechseln würde zu Soldatin, wird sie halt bei Soldatin Klassenerfahrung kriegen. Aber sie soll ja erst mit Methode Klassenerfahrung kriegen, okay. So, jetzt will ich sie mit jemand anderem trainieren lassen. Ja, zum Beispiel, wenn ich das mit Chess mache. Es ist so, Chess hat ja bei Schwert schon C+. Und weil das deutlich mehr ist, so halbwegs deutlich mehr, als das D, was Petra beim Schwert hat, ist das cool. Und deswegen kriegt Petra dann mehr Klassenerfahrung oder mehr Waffenerfahrung. Was war es von beiden? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich könnte auch jemand anderen nehmen. Habe ich jemand anderen, der auch ein Schwert benutzen soll, aber noch E bei Schwert hat? Nee, habe ich gar nicht. Okay. Dann nehme ich einfach mal Chess. Okay. Bei Petra wird's, das wird sogar angezeigt, wird's voll gefüllt. Und bei Chess auch. Glaube ich. Achso, nee, Quatsch, bei Chess nichts. Bei Chess hat er auch erst einen Stern als Flügel. Wird's bei Petra überhaupt voll gefüllt? Ja doch, ich glaube schon. Und bei Chess schaffe ich es halt einmal und dann... Genau, es fehlen noch 54 für ein Level-Up bei der Klasse. Und dann der gelbe Strich links zeigt noch an, dass ich ein bisschen was auch noch dazu bekomme. Beim zweiten Stern bis hin zum dritten. Okay. So, was Rundwert ist 60. Erhaltene Erfahrung ist 70. Klassenbonus, Partnerbonus. Okay, Petra kriegt einen Partnerbonus von 10. Jetzt Moment, ich muss kurz testen. Wenn ich jetzt Edelgard nehme, kriegt sie keinen Bonus, genau. Weil Edelgard halt nicht höhere Waffenwerte hat. Zumindest nicht bei denen, die für Petra wichtig sind. Nämlich Schwert. So, aber Edelgard kriegt einen Klassenbonus, wenn sie mit Petra trainiert. Warum? Weil Petra schon 2 Sterne hat und deswegen cooler ist bei der Klasse. Und deswegen kann sich da Edelgard halt. Kann sich da Edelgard was davon abschauen? Und deswegen kriegt auch Chess einen Klassenbonus. Das könnte sein. Warte mal, Moment. Wenn, noch kurz aus ist mit Manuela. Weil Manuela hat ja... Ja genau, warte mal. Hier, Manuela hat die noch nicht... Wenn ich jetzt mit Manuela aber die Klasse hier nehme, die Mönchklasse, genau. Die hat sie erzielt. Dann kriegt Petra trotzdem keinen Klassenbonus. Okay, ich hab's nicht verstanden. Aber Manuela kriegt auch keinen Klassenbonus. Ich meine, das ergibt auch keinen Sinn, weil Manuela hat die ja schon gemeistert. So. Aber ja, ich glaube, das ist so irgendwie der Grund. Weil halt Petra bei der Klasse schon cooler ist und da schon 2 Sterne hat. Deswegen kann jemand anderes, der nur einen Stern hat, halt davon lernen, quasi. Ich glaube, das ist der Grund. Okay. Also, ja, passt. Sehr kompliziert. So, und ich kann sogar jetzt die anderen auch noch machen. Aber nee, ich mach mal erstmal Training beginnen. Gleich mal. Ich kann die anderen danach auch noch machen. Wenn ich jetzt noch mehr machen würde, dann würde es wahrscheinlich noch einen Aktionspunkt kosten, oder? Oder kostet es trotzdem nur einen? Dann mach ich es vielleicht doch noch. So, du bist ja schon ausgewählt. Das kann ich jetzt nicht machen, oder? Ja, dann würde er hier weggenommen. Okay, also ich kann die Einheit dann nur einmalig nehmen. Okay.
Ja. Okay, dann trainiere ich halt mal noch. Jetzt, ich werde das in Zukunft ein bisschen mehr offscreen machen. Oder halt schneiden. Aber beim ersten Mal ist es wichtig, dass ich alles verstehe. Keine Ahnung, wir hatten wenig. Ich meine, ich habe Lynn hat noch gar nicht benutzt. Und Caspar und Bernie. Deswegen könnte ich mal vielleicht die nehmen. Die kriegen aber halt leider auch dann keinen Bonus, wenn ich die zusammen trainieren lasse. Okay, ich nehme auf jeden Fall mal Linhardt als Mönch. Der will ja auch hier Priester werden, das passt. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, Caspar nehme, dann bringt das gar nichts, richtig? Doch, gibt einen Partnerbonus von 6. Keine Ahnung warum. Aber okay. Ja, dann machen wir das halt mal, schätze ich. Schon okay. So, und dann will ich noch hier Bernie nehmen. Die habe ich auch noch gar nicht benutzt. Und Manuela und Yaritza habe ich auch noch nicht benutzt, aber die sind ja schon ein bisschen krasser. Deswegen, das muss ich erstmal nicht machen, weil die haben ja schon eine Mittelstufenklasse. Im Gegensatz zu meinen Schülern. Dann nehme ich mal, Edelgard hat auch schon eine Mittelstufenklasse, nehme ich mal noch hier Ferdi vielleicht. Mit Bernie. Da kriegt jetzt Ferdinand? Achso, ja, ja doch. Nee, ich verstehe es nicht. Obwohl, nee, doch, ich verstehe es, weil Bernie ist ja eine Kämpferin, aber da hat sie ja keine Lanze eigentlich. Keine Ahnung, aber es ist halt so, Ferdinand hat halt schon bei Lanze D und das ist ein bisschen besser, deswegen kriegt halt Bernie mehr. Kein Peil. Ja, machen wir einfach mal, passt schon. Okay, so, aufeinanderfolgendes Training oder Training beginnen? Bei aufeinanderfolgendes werden wahrscheinlich einfach alle drei gemacht hintereinander. Ich mache erstmal nur das hier. Ja. So, eifriger Schüler 1, okay. Achievement, nice. Okay, Petra hat es erzielt. Sehr schön. Und ich kann dann gleich ihr das, die nächste Klasse geben. Oh, und Ferdinand sogar auch. Und Bernie, die haben sogar voll viel bekommen. Okay, nice. Okay, sorry, ich muss nochmal kurz einen Schnitt machen. So, auf jeden Fall. Ich habe auch noch gesehen, bei Linhardt und Caspar steht nur ein Super. Also ist auch ein bisschen ein Zufallsfaktor dabei wahrscheinlich, wie gut es klappt. Und je nachdem, wie gut es ist, desto höher steigt halt der Klassenlevel noch. Bei Petra, Chess und Bernie, Ferdi war es besser. Da war es sogar perfekt. Und deswegen haben die auch viel bekommen. Okay. So, und das war jetzt aber... Kampftechniken auch noch, okay. Das war jetzt aber, ich dachte, bei einzelnen Training würde ich halt nur eins von denen machen, aber jetzt kamen ja gleich alle. Ich dachte, bei aufeinanderfolgendes Training würde ich die alle gleich machen. Hey, new power. So, List des Beithänders. Okay. There must be more to this. Muss ich mir dann auch alles anschauen. Eieiei. Can't let this power go unused. So viel Zeug. Hope this is good for something. Einiges. This power will serve me in the times to come. Mhm. Okay. Achso, okay, jetzt kann ich nochmal andere auch auswählen. Holy shit. Aber ich will jetzt nochmal kurz warten. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich doch noch für die anderen Aktionen auch noch hier diese Punkte brauche. Weil ich will jetzt nicht nur trainieren. So, jetzt kann ich mal neue Klassen erlangen. Genau, nämlich Ferdi zum Beispiel. Kann jetzt schon zu einem Kavalier werden. Und das will er auch. Und Ferdi passt auch zu einem Kavalier sehr gut. Und deswegen machen wir das gleich mal. Ja. Da haben wir dann einige neue Movesets, die wir austesten können. Das ist nice. Da-da-da-dum! Waffenlevel steigt. Mhm. Nice. Ja. Er darf auch wechseln. Okay. Und wir haben auch noch Petra. Die zur Diebin werden darf. Söldnerin könnte ich auch machen, aber Diebin will sie werden. Und das passt auch ziemlich gut zu Petra. Deswegen, das ist nice. Dann kann ich sogar jetzt mit ihr auch Truhen öffnen in Schlacht und ich muss keine Schlüssel mehr bekommen. Auch nicht schlecht. Mhm, ziemlich nice. Ja, okay. Und das waren erstmal alle. Hat sogar immer noch ein Ausrufezeichen, weil ich halt hier auch noch wechseln könnte wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, gemein. Ferdi hat aber... Er hat keins mehr, weil halt hier als Soldat kann man sogar nur zum Kavalier werden. Oder er zumindest. Oder ist es immer so? Warte mal. Hier bei Chess zum Beispiel. Tatsächlich, Soldat hat nur Kavalier. Als Mittelstufe zumindest. Interessant. Okay. Gut, ja, passt. So, genau. Machen wir kurz Level Up auch. Was ist damit?
Level erhöhen und zurücksetzen. Auf dem Übungsplatz kannst du Gold ausgeben, um die Level deiner Verbündeten zu erhöhen. Hierbei richtet sich der maximale Level nach der Einheit mit dem höchsten Level, deren Level nicht überschritten werden kann. Das ist genauso wie auch in Warrior-Spielen. In Three Houses ging das nicht, aber in Warrior-Spielen geht das immer. Du kannst eine Einheit auch auf Level 1 zurücksetzen. Statuswerte, die durch ein Level-Up gestiegen sind, kehren auf ihre Level 1-Werte zurück, während Statuswerte, die durch die Nutzung von Items und durch Erkundung gestiegen sind, diese Erhöhungen beibehalten. Ah, okay. Das merkt sich das Spiel sogar, welche Wertsteigerungen durch Level-Ups kamen. Okay. Also ich könnte alle meine Einheiten auf Level 6 bringen. Wie viel kostet denn das? Bei Edelgard? 300 nur, echt? Das ist ja gar nichts. Okay. Das könnte ich ja eigentlich dann... Hier von Level 1 aus bei Bernie zum Beispiel auf Level 6. 750 geht ja auch voll klar eigentlich. Ich könnte sogar alle auf Level 6 bringen dann. Das ist mir eigentlich ganz recht, weil dann kann ich halt alle gleichermaßen benutzen. Ich mag das ja sehr gerne, wenn alle das gleiche Level haben. So ungefähr zumindest. Und wenn ich halt alle benutzen kann. Weil ich halt vor allem auch neue Movesets austesten will und so. Ich mach das mal, glaube ich. Einfach alle auf Level 6. Oder will ich jetzt wirklich so viel Geld ausgeben? Ja. Passt schon. Es gibt ja auch noch einen Händler oder sowas hier. Das soll ich vielleicht auch noch... Eigentlich soll ich noch warten, ob es beim Händler irgendwas Gutes gibt, was ich mir holen kann. Aber egal. Das wird schon schlau sein. Es ist wirklich ziemlich billig, finde ich. Wenn es so billig ist, dann kann ich da nicht widerstehen. Das kostet ja echt gar nichts. Geschenkt ist es quasi. Mhm. Sehr schön. So, dann Ferdi kriegt sogar 4 Level-Ups. So, jetzt einige krasse Wertsteigerungen, bitte. Ja. Stärke 1 ist ein bisschen kacke. Hätte ruhig ein bisschen mehr haben dürfen. Aber gut. Linhardt. I think I'm improving. Mhm. Caspar. So, du bitte viel Stärke. Ja. And I'll keep getting stronger too. Nicht schlecht. Bernie. Da-da-da-dum. Oh, Stärke 5 in 10. Magie gar nichts, aber das ist ziemlich egal, weil sie keine Magierin ist. Außer sie benutzt irgendeinen magischen Bogen oder so, aber das ist voll gut. Ja, lieber alles auf Stärke und dafür gar nichts auf Magie. Dauer 4. Ja, nix Verteidigung. Ekelhaft. Und Petra? Da-da-da-dum. For Bridget, I find strength to carry on. Okay, und das waren glaube ich alle. Nice, und ich habe immer noch 2500 Geld übrig. Jo. Okay, jetzt lassen wir das erstmal. Weil ich mir noch die anderen Aktivitäten auch austesten. Und ich will gucken, ob ich da auch die Punkte da oben dafür brauche. Oder ob ich wirklich noch 2 weitere Male trainieren kann. Das ist ja insane, da kann man ja voll leicht Klassen sich dann gönnen. Das ist ziemlich nice. So, Waffenmeisterin. Ah, hier kann ich Waffen schmieden. Okay, willkommen. Schaut euch gerne unsere großartigen Waffen an. Okay, Ausrüstung kann ich auch kaufen. Ja. Okay, das sind ja schon alle Waffen hier. Genau, hier sehe ich alle. Das sind ziemliche Kackwaffen. Vor allem, die haben ja alle meine Einheiten schon. Nur Eisenwaffen einfach mit Rang E. Und auch ohne Effekte, ohne Sockel. Also, die sind lame. Ja, das bringt nichts. Verkaufen kann ich eben auch, genau. Damit könnte ich ja auch wieder ein bisschen Geld machen. Aber ich will natürlich jetzt erstmal nichts verkaufen. Genau, die sind alle angelegt, die kann ich deswegen nicht verkaufen. Ich sehe auch rechts oben, wer das gerade trägt. Das sind ja auch alles Eisenwaffen. Und deswegen bringt es nichts, wenn ich Eisenwaffen kaufe aktuell. Vor allem die Waffen hier werden ja nach einem Kampf wieder hergestellt, wenn ich Kampftechniken mache und so. Und die gehen ja nicht mal gänzlich kaputt, deswegen ich habe hier wirklich gar keinen Grund, noch weitere Eisenwaffen zu kaufen, würde ich irgendwie sagen. Außer man kann irgendwie 2 von denen fusionieren oder so. Das könnte sogar sein, dass das irgendwie geht. Das ist auch in Warrior-Spielen oft so, dass man Waffen fusionieren kann und dann stärker machen kann, aber scheint aktuell nicht zu gehen. Okay, das ging schnell. Aber die werden bestimmt dann später auch bessere Waffen haben. Und dann werde ich da bestimmt, ja komm, werde ich da bestimmt mal ein paar Mal vorbeigucken. So, und da oben haben wir dann noch den Verkäufer. Ah, da kann ich Items und sowas kaufen. Also Gemüse und so Zeug. Ich habe eine Menge Güter, die sich sicher nützlich sein werden. Ich freue mich darauf, Geschäfte mit euch zu machen. Der Laden. Im Laden kannst du verschiedene Items kaufen und verkaufen, darunter Zutaten und Geschenke. Der Itembestand im Laden ist begrenzt, entsprechend können Items irgendwann ausverkauft sein. Jedoch wird der Bestand des Ladens zu Beginn eines neuen Kapitels wieder aufgefüllt. Okay. Dann wäre es sogar gar nicht so dumm, wenn ich da wirklich viel kaufe. Gleich. Aber das ist ziemlich teuer, ehrlich gesagt. Ach, oh Gott, kommt das wieder. Ich hoffe, ich habe mir gemerkt, für wen das alles ist. Genau, es sind alles halt Geschenke, die ich Leuten geben kann.
Und da muss man halt wissen, welcher von meinen Charakteren was mag. Zum Beispiel eine Frau, die Gartenarbeit mag. Jemand, der gerne angelt. Jemand, der gerne Süßes mag. Und so weiter und so fort. Und dann kann ich die Geschenke halt geben und Harmonie erhöhen. Okay. Habe ich mir das alles gemerkt? Das sind, glaube ich, sogar dieselben Items wie in Three Houses. Ediths Taschentuch ist entweder Ferdinand oder Lawrence. Bin ich mir nicht sicher, leider. Könnte sogar sein, dass es bei beiden geht. Schicker Haarschmuck. Ist, glaube ich, Dorothea. Wer war nochmal? Also Garten. Ash zum Beispiel mochte Gartenarbeit, den habe ich ja nicht. Hier oben war ja auch eine Frau, die Gartenarbeit mag. Bernie zum Beispiel auch so halb. Glaube ich, aber die verlässt ja ihr Zimmer nie. Nee, es war nicht Bernie. War es Annette? Bin mir nicht mehr sicher, leider. Angeln. Linhard mochte, glaube ich, angeln. Süßes ist Leistophia. Sticken und Handarbeit war Bernie. Fleisch war Caspar oder Raphael. Jagen ist Petra. Okay, ja, ich kaufe mal einfach. Ich kaufe mal eine Sache. Ich will es mal einmal austesten zumindest. Ich erhöhe mal... Ich meine, wo bin ich mir denn am sichersten? Ich glaube, bei Bernie bin ich mir am sichersten. Sticken und Handarbeit. Ja, nehmen wir das mal. Das kostet auch nur 500. Jupp. Kaufrausch. Okay. Und verkaufen kann ich eben hier auch. Aber... Ja, stimmt. Ich habe ja Gold auch. Ja, das kann mal weg. Das passt. Ich kann ja auch kein Gold verlieren oder so. Also, das kann nie schaden, wenn ich Gold verkaufe. Ja. Okay. So, passt. So, zumindest haben wir das Nötigste. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Okay, jetzt kann ich zum Strategen gehen und halt Missionen machen. Okay. So. Aber jetzt warte. Wo ist Bernie nochmal? Einheit. Bernie. So. Wie kann ich denn jetzt Geschenke überreichen? Das kann ich ja vielleicht auch noch gar nicht. So. Hallo? Hier kann ich nichts machen. Ja, ich kann eh noch keine Geschenke geben. Okay. Kann ich ja später. Na gut. Okay. Dann will ich aber jetzt... Dann kann ich doch noch zwei weitere Male da mit jeweils drei Paaren, also sechs Einheiten, also noch 12 weiteren insgesamt trainieren. Das ist ja komplett krass. The fuck? Da kann ja einfach jetzt jeder schon dann eine Mittelstufenklasse haben. Das ist ja komplett insane. Aber jetzt mal im Übungskampf, da kann ich einfach nur halt die Animationen und sowas sehen. Und genau, einfach auf irgendeiner random Map. Und ich habe zwei Einheiten, die ich hier so ein bisschen auswählen kann. Das will ich noch gar nicht so sehr machen, weil ich will das dann lieber im Kampf machen. Zwei Spielermodus. Ab Kapitel 4 kannst du im Kampf den geteilten Bildschirm für zwei Spieler aktivieren. Der geteilte Bildschirm für zwei Spieler ist bei bestimmten Questen verfügbar. Drücke während der Kampfvorbereitung im Minus, um vom Menü oder vom Bildschirm der Kampfkarte aus zwischen dem Einzel- und dem Zweispielermodus zu wechseln. Die Steuerung für Spieler 2 kann auch über das Pausenmenü angepasst werden. Okay, auch wieder ganz schön, dass es hier zwei Spielermodus gibt. Ich bin gespannt, wie gut der funktioniert. Weil oftmals ist dann zwei Spieler bei so einem Warriors, bei so einem Nintendo Warriors-Spiel auf der Switch. Läuft dann immer nicht ganz so gut. Aber. Genau, ich kann nicht halt Movesets austesten und so. Ja. Ich habe sogar den erwachten Modus mal anfangen auch gleich. Ich kann auch nicht sterben und so. Ich habe immer Spezialangriffsleiste voll, ist halt zum Austesten von Moves. Okay, passt. So, zurück. Jo. Okay, aber ich will dann nochmal trainieren und am besten. Eieiei. Und am besten gleich alle meine Einheiten auf eine Mittelstufenklasse bringen. Das könnte sogar vielleicht wirklich gehen. Mal gucken. So, da bin ich gleich wieder beim Lehrmeister. Hi. Okay. Ich meine, ich bin gerade... Oder ist es ist klüger, wenn ich noch warte? Weil ich meine, jetzt kommt ja... Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass bei dem Strategen, dass da halt auch noch Nebenmissionen kommen. Edelgard hat sogar gesagt, dass man erst noch andere Bezirke erobern muss oder so, um nach Gerbeck Mark zu kommen. Das sind vielleicht Nebenmissionen. Das kann ich mir vorstellen. Und ist es besser, wenn ich da jetzt noch warte mit dem Trainieren? Nö. Ich mach's einfach. Okay, dann ist jetzt erstmal eine Priorität nicht, dass jemand, der schon eine Mittelstufenklasse hat, diese meistert, sondern dass jemand, der noch eine Basisklasse hat, diese meistert, damit ich den dann zu einer Mittelstufe upgraden kann. Also Hubert zum Beispiel, der würde 60 bekommen. Das würde reichen, wie ich das hier sehe. Aber Chess will ich nicht haben, weil der ist ja schon ein Flügel. Der hätte ich gerade eben eigentlich auch schon nicht benutzen sollen. Aber egal. Okay, die Cs und Bs sind einfach unterstützungswert, oder wie? Wenn der hoch ist, ist wahrscheinlich auch besser. Also Linhard und Hubert zum Beispiel sind ja auch beides Magier. Aber kriegen trotzdem keinen Klassenbonus. Aber es würde bei beiden reichen, also passt, schätze ich. Okay, dann, so, Ferdi ist schon, Linhard ist dann bald, Bernie. Bei der fehlt ja auch gar nicht mehr viel. Und Dorothea zum Beispiel. Das würde auch bei beiden reichen. Obwohl die sogar beide nur 60 bekommen, das reicht.
Okay. Und dann nehmen wir noch. Ah ne, okay. A, jetzt weiß ich. A, B und C heißt, in welchem Kampf die sind. Hubert und Linhart sind im Kampf A oder Training A. Bernie und Dorothea sind im Trainingskampf B. Okay, das heißt nicht unter, genau, unterstützen ist ja rechts. Ja, sorry. passt. So, Petra ist schon. Monika ist noch nicht, genau. Monika fehlt noch. Sogar als einzige übrigens. Weil Manuela und Yuritsa sind ja auch schon auf einer Mittelstufenklasse. Okay, dann kann ich noch doch gucken, dass andere die Mittelstufenklasse halt noch weitermachen können und da noch mehr lernen. Ja, Edelgard, keine Ahnung. Passt das? Ist das schlau? Ja, eigentlich nicht, gefühlt. Warte mal. Ich müsste da auch einen Magier am besten nehmen, also Manuela zum Beispiel. Das ist klüger, genau. Da kriegt Manuela 70, Edelgard hat er gerade eben auch 70 bekommen. Aber Monika kriegt jetzt 68 anstatt nur 60. Obwohl das egal ist, weil sie sowieso die Klasse meistern wird. Aber ja, ist besser so. Fühlt sich schöner an. Okay, was ist, wenn ich jetzt aufeinanderfolgendes Training mache? Was passiert dann? Das aufeinanderfolgende Training fortsetzen, bis eine Einheit eine Klasse meistert oder die Trainingspunkte aufgebraucht wurden. Hä, was? Bis eine Einheit eine Klasse meistert oder die Trainingspunkte... Achso, okay, okay, da ist es quasi so, dass... also es würde sowieso abgebrochen werden, weil es werden ja Klassen gemeistert. Aber wenn ich das nehme, dann würden die Einstellungen einfach gleich gelassen werden, die Paare, die ich ja habe, die trainieren. Und wenn ich noch Trainingspunkte habe und auch keine neue Klasse gemeistert wurde von irgendwem, dann geht es einfach weiter, quasi. Aber ich meine, das ist ja, ich kann es mal testen, das dürfte ja hier abgebrochen werden, weil es werden ja sogar einige Klassen gemeistert. Wir testen das mal. Ja. So, nur gut bei den oberen beiden. Gut, super, perfekt. So, jetzt wird es abgebrochen, weil ist ja was passiert. Jetzt am Anfang ist natürlich auch noch leicht, Klassen zu meistern. Das wird später sehr viel schwieriger und länger dauern. Schon klar. Okay. Ganz viel Heilung. Brauchen sie gar kein Heilmittel mehr. Genau, okay. So, dann kann ich jetzt eben noch gucken, dass Leute... Na, die ist schon... Achso, genau, ich muss ja wechseln. Moment, zuerst wechseln. alles kompliziert. So, Hubert. Kann ein Magier werden. Let's go. Achso, ich habe ja gar nicht genügend Mittelstufensiegel. Ja, stimmt, da muss ich noch welche kaufen. Da kann man welche kaufen. Ich glaube, 5 oder sowas kann ich da kaufen. Das reicht dann für alle. Okay, muss ich gleich noch machen. Erstmal Hubert. Yay. Da-da-da-da-da. One cannot achieve victory without challenge. Wunderschön. Ja. Yep. Dann, Linhart wird zum Priester. Jo. Ich mache mal jetzt einfach wirklich blind und stumpf die Klasse, die sie halt haben wollen. Das ergibt auch Sinn, finde ich. Ja. Da-da-da-dum. I wish this was for something besides war. dann haben wir noch Bernie. Die will eine Schützin werden. Was haben wir hier noch? Banditin oder bewährte Ritterin hätten wir auch noch. Okay. Ich meine, da habe ich halt gerade niemanden im Team. Pegasus Ritter habe ich auch niemanden, der das werden will oder werden kann überhaupt sinnvollerweise. Ja, doch, werden kann schon. Achso, okay, jetzt sehe ich übrigens hier. Es gibt bei Lanzenkämpfern auf Primarstufe nicht nur Kavaliere. Es gibt auch Pegasus Ritter, aber das können halt nur weibliche Einheiten machen. Okay, verstehe ich. Aber ja, ich mache erstmal das so, wie sie wollen, weil es gibt ja auch Boni, wenn ich da ihre gewollten Klassen mache und ich finde das auch sinnvoll. Ja. Sehr schön. So, how do I look? Okay, und ich brauche aber noch für Dorothea auch noch eine. Oder? Sie kann ich doch auch. Also genau, kann ich eben nicht, weil ich keins mehr habe. Okay, Moment. So, ich habe nur noch 2, glaube ich, gebraucht, oder? Für Dorothea und für Monika. Alle anderen haben dann eine Mittelstufenklasse. Ja, okay. Also Dorothea wird zur Magier... Nee. Magierin will sie werden, echt? Also, nee, doch, das passt. Genau, doch, passt. Ja, ich war gerade verwirrt. Ich dachte, sie wäre ihre Priesterin, aber nee, sie ist ihre Magierin. Passt. Ich meine, am besten ist sie sowieso als was anderes, finde ich. Was dann später vielleicht noch kommt. This is a new look for me. Das würde am besten zu ihr passen, aber mal gucken. So, ja, Magier. Und Monika, sie will auch eine Magierin werden. Okay, ich habe schon einige magische Einheiten. Da-da-dum.
My style may change, but my mission does not. Okay, dann mache ich sogar jetzt mal den anderen Trainingsmodus oder das andere Trainings-Dingsbums da, das, was ich noch habe, die Aktion, doch nicht mehr, weil ich denke mal, dass man das dann später auch noch machen kann, weil jetzt wahrscheinlich dann erst Nebenquests oder sowas kommen. Wie groß ist die Demo eigentlich? Aber ja, dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen hier beim Strategen, wo wir dann wirklich auch mal wieder ein paar Kämpfe machen können, nachdem wir zwei Parts am Stück keine Kämpfe hatten. Aber das war auch sehr wichtig, dass wir uns schön upgraden und so. Beim nächsten Mal dürfte es aber dann weiteren Kampf geben. Ich schätze mal Nebenmissionen, die ich machen kann. Und da können wir dann die ganzen neuen Klassen auch austesten. Jetzt haben wir halt Milliarden neue Movesets so ungefähr, die wir ausprobieren können. Da bin ich sehr gespannt. Das wird ziemlich cool beim nächsten Mal. Gut, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao.